Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, lag daran, dass ich sehr viel zu tun hatte. Und umso mehr freue ich mich jetzt drauf, dass wir ein paar Tage Urlaub machen. Wir fahren jetzt mal wieder zur Insel Sylt und diesmal aber nicht im Winter bei irgendwie 5 Grad und Regen, sondern bei 25 Grad Sonnenschein und schönem Wetter. Und ich hoffe, dass die Ladeplätze auf der Insel nicht so voll sind. Das werden wir halt prüfen und ihr seid beim Roadtrip dabei. Viel Spaß! Jetzt schon ein ganz anderer Schnack als im Winter. Ich habe jetzt irgendwie 405 Kilometer typische Reichweite bei 100% Vollladung und ich komme mit 22% Restreichweite in Duisdorf an. Das sind 230 Kilometer ungefähr und das fühlt sich jetzt komplett anders an. Wir fahren auch ohne Dachbox, weil wir jetzt nur 5 Tage auf der Insel sind und das Gepäck natürlich ein bisschen weniger ist und alles passt vorne in den Trunk und hinten in den Trunk unterhalb des Hundes. Passt das rein, auf dem Rücksitz liegt auch noch ein bisschen was. Aber ansonsten ist der Wagen gar nicht mal so voll gepackt, wie man das sonst so im Sommer vielleicht hat, wenn man richtig lange wegfährt. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das so alles eintrifft. Wir melden uns wieder, wenn wir im Busdorf sind. Hey Mayra! Ja? War leider voll die hohe Schuhe drauf. Warte, Mayra. So. So, Adi, hopp. Ja, so viel zum Thema, mit einem Elektroauto ist man langsamer unterwegs, weil man ständig laden muss. Ja, wir haben jetzt hier noch 60% im Akku und machen trotzdem schon die erste Pause nach 1,5 Stunden. Alleine, weil der Hund sonst viel zu gestresst ist im Kofferraum hinten. Es ist auch doch recht warm hinten. Und wir sind jetzt gerade hinter Stelling. Da ist ja diese Riesenbaustelle in Hamburg. Da haben wir ein bisschen Stau gehabt. Und das ist der erste Parkplatz nach dieser Baustelle. Der ist brechend voll. Aber wir haben noch einen Stellplatz gekriegt und der Hund geht jetzt mal ein bisschen auf die Wiese, Beine vertreten, vielleicht ein bisschen Gassi. Und das nach 1,5 Stunden. Ich denke, wir sind jetzt hier so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann fahren wir weiter nach Busdorf. Das dauert ungefähr noch eine Stunde. Und das Navi sagt, dass wir mit 29% Restreichweite dort ankommen. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack als im Winter. Da sind wir ja überhaupt nicht nach Busdorf gekommen mit einer Ladung. Zumindest wäre das sehr knapp geworden. Aber jetzt verbrauchen wir im Prinzip so gut wie gar nichts. Alles klar, bis nachher.
Warte, Meiler, warte. Wenn man es mal braucht, ne? Ja, wir sind gleich da. Moment. Meiler, komm raus. Komm. Und, kennst du es wieder? Ja, komm. Komm. So, wir haben jetzt ganze 4,5 Stunden gebraucht, um von Bremen hier auf die Insel zu kommen, inklusive Laden. Also auf die Insel, das muss man sich mal vorstellen. Also das hatten wir, glaube ich, noch nie und wir fahren hier schon sehr, sehr oft hier nach Sylt. Inklusive Laden, einmal in Bußdorf, 25 Minuten und inklusive 10 Minuten Pause zum Gassi gehen hinter, wann war das, Stelling, Hamburg, Stelling, irgendwo da. Also das lief wirklich optimal. Das heißt, als wir im Autozug ankamen, konnten wir im Prinzip so auf den blauen Zug drauf fahren. Das ist ja dieser private. Der war nämlich gerade abfahrbereit und sie hatten noch 5 freie Plätze. Einen davon haben wir bekommen und irgendwie 3 Minuten später ging es los. Also ein Traum. Und das Wetter ist heute auch wirklich super. Wir haben 22 Grad, heiter bis wolkig. Es fühlt sich an wie 30. Also ist geil. Jetzt gehen wir gleich erstmal an den Strand. Gestanden, wo wir im Winter hier waren und jetzt im Sommer ist es auch wieder frei. Also Elektroautos habe ich bis jetzt 2 Teslas gesehen hier, sonst noch keiner. Und eine Zoe sehe ich gerade parkt da auf dem Edeka-Parkplatz. Erstes Ladevergnügen wieder auf Sylt. Und jetzt ist es Abend und wir gehen nochmal an den Strand im Westerland. Ja, und wie jedes Jahr zu Pfingsten ist hier auf Sylt der Kitesurf World Cup und das ist natürlich ein Mega-Event, das ist auch echt mit der gesamten Weltelite des Kitesurfers. Also auch wieder ein bisschen windig geworden. Morgen ist wirklich Sturm angesagt und morgen soll der epische Surftag überhaupt werden, der beste Surftag, den hier beim Kitesurf World Cup, den wir je erlebt haben, wurde gerade durchgegeben. Für morgen ist wirklich Sturm angesagt, also bis zu 90 km/h Windgeschwindigkeit und Wetter ist auch nicht mehr so gut wie heute. Jetzt kommen schon langsam so ein paar dunkle Wolken, aber es ist einfach eine super Stimmung hier. Es ist total warm und man kann hier super durchschlendern. Hier gibt es wahnsinnig viele Zelte, wie ihr seht, mit Camping- oder Surfausrüstung. Also das macht schon Spaß, hat schon echt was. Also Daumen hoch. Und Hunde haben es auch gut hier. Darüber sehe ich, was ich filme. Das ist ein Osmo Gimbal, also ein ganz normaler
Stabilisator, sag ich mal. Ja. Dann haben wir hier ein Fokusrad, das mit einem Kabel an den Dreiachsengimbel hier oben verbunden ist, damit ich halt auch fokussieren kann. Filmst du 4K oder ist das nur Full HD? Full HD bis zu 60 FPS, 4K auch 60 FPS. Und was ist das jetzt für eine Linse? Eine Zenmuse 2.7, glaube ich. Ja, das ist doch mal Profi-Equipment. Und ist das für YouTube-Kanal oder für einen Fernsehen? Für den Event-Clip von dem ganzen Event hier, von alles den klar. World Cups. Ja, cool. Und du bist? Ich bin Jens, grüß dich. Danke. Gerne. Danke fürs Beantworten. Ist, die Insel ist brechend voll und man kriegt eigentlich ganz wenig Parkplätze, aber wundersamerweise sind die Elektrosäulen doch alle bis jetzt frei gewesen und du kannst da immer umsonst stehen, 3 Stunden und kriegst auch noch mehr oder weniger kostenfrei für meine Flatrate den Strom, sodass der Akku immer voll ist. Also ich könnte den Akku 2-mal füllen in diesem Urlaub, nur durchs Rumstehen, weil wir sowieso unterwegs sind. Jetzt wollten wir heute mal wieder in Samoa essen gehen und die beiden Porsche-Säulen hier vorne sind tatsächlich diesmal belegt. Einmal mit einem Porsche Panamera Hybrid und einem hybriden Mini Countryman, glaube ich. Und gut, wir müssen nicht laden, wir sind eh vollgeladen von Westerland noch, aber das war das erste Mal, dass die Säulen hier tatsächlich belegt sind auf Sylt, sonst waren die immer frei. Wobei da vorne an der Bar direkt ist noch eine, da fahre ich jetzt aber nicht rauf, das ist mir irgendwie zu peinlich. Ja gut, wir gehen jetzt mal essen. Wetter ist noch einigermaßen schön, vielleicht schaffen wir es heute Abend noch am Strand, mal gucken.